Willkommen Leute zu einer neuen pompösen Runde The Legend of Zelda Breath of the Wild. Ja Leute, wir machen jetzt hier den Schrein von Dingens, ne? Da wo sich der Titan Famidou befindet einfach. Volk Dorf der Orni, so heißt es. Gut, alter, holpriger Anfang, aber sorry. So, Leute, auf jeden Fall. Ich habe eben mein Stasis-Modul Plus nochmal verbessert. Bin zum Hatin-Institut gegangen. Und somit hätten wir alle Verbesserungen, die es gibt. Leute, uns fehlen noch zwei Schreine. Und dann können wir unser 13. Herz abholen. Ja, und das ist auf jeden Fall ziemlich krass. Denn dann haben wir... Denn dann können wir zum Walter Crocs gehen und das Masterschwert abholen. Ja, ja. So wird das sein. So. Und heute habe ich mich mal dazu entschlossen, dass wir folgende Schreine machen. Diesen beim Windtitan Famidou. Und den Schrein beim Wald der Crocs. Das wird dann der letzte Schrein sein. Und das ist irgendwie passend, wie ich finde. Im Wald der Crocs dann den letzten Schrein zu machen. So, auf jeden Fall habe ich mir auch Pfeile gekauft. Und ja. Sag mal, wie heißt das? Akovata-Schrein, Windräder. Ja, passt ja irgendwie zum Windtitan. Deswegen auch Windräder. Und ja, hier ist auf jeden Fall die Tour, die wir bekommen müssen. Was das Teil ist, weiß ich nicht. Man kann auf jeden Fall runterklettern. Da ist Wasser. Und da an der Seite ist was. Soll ich das mal eben abchecken? Aha, hier sind Truhen. Gut, dass ich das abgecheckt habe. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal das, Oversaf hier. Und dann machen wir... Ja. Das ganz normal, den ganz normalen Schrein an sich. Welcher aus Windrädern besteht. Das finde ich sehr interessant. So, auf jeden Fall denke ich mal, dass wir das jetzt abschießen müssen. Ich kann das nicht so gut einschätzen. Ich hoffe mal so. Gut. Das weht dagegen. Okay. Das weht dagegen. Aha. So, war das jetzt schon hier die Truhe? Boah, antiker Reaktorkern. War das jetzt hier schon? Nein? Mach mal, vielleicht jetzt. Speichervorgang. Okay, doch nicht. Wäre ja auch schon fast zu einfach gewesen, ne? Für eine Kiste. Aber was ich jetzt trotzdem noch will, ist, da hochzukommen. Kryo-Modul, genau. Und wir können unseren Pfeil übrigens auch noch abholen. So. Genau, Kryo-Modul. Modul. Oh, holy crap. Er merkt, ich bin heute ein bisschen fertig. Ich hoffe, ihr akzeptiert das so. Ich habe gleich auch noch Training. Ihr werdet das Video dann wahrscheinlich sehen, wenn ich vom Training zurückkomme. So, Alter, schafft das bitte. Für mich. Gut. Weil das wäre sonst zu peinlich gewesen, in so einer Tiefe zu sterben. So, mal Kryo-Modul, ne? Dann machen wir das mal so. Weil anders geht's, glaube ich, nicht. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall plane ich in diesem Part, die zwei Schreine zu machen. Und ja, vielleicht dann auch schon das Herz abzuholen. Und dann gehen wir... Ich plane das so, dass wir dann im nächsten Part zum Walter Crocs gehen. Und dann im übernächsten... Oder vielleicht auch schon im nächsten zu Ganon tatsächlich. Elsternlanze. Das war immer noch nicht die Truhe. Okay. Ich nehme das aber nicht mit, weil ich habe eine stärkere Lanze. Obwohl, die hat Gnadenstoß. Komm. Die hat Gnadenstoß. Dann werfen wir mal irgendwas weg. Komm, das hier einfach... Wir werden eh noch genügend Erzbohrer finden, würde ich mal spontan behaupten. Lanze der Ornikrieger. Ah, das musste man einfach abholen. Das war also die Truhe. Ja, die war aber auch ein bisschen tricky, muss man sagen. Das heißt, können wir wieder zurück und uns um die wesentlichen Sachen kümmern. Und zwar, durch diesen Schrein zu kommen. Ich habe mich, muss ich sagen, im Internet ein bisschen informiert, weil ich irgendwie das... ich wollte mich... vergewissern lassen, dass das, sagt man das so, keine Ahnung,
dass ich jetzt hier keine Probleme haben werde in den Schreinen, die ich mir ausgewählt habe. Wenn ihr versteht. Und zwar müssen wir das irgendwie so machen, dass alle irgendwie Wind wehen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß es gerade nicht. Ach so, dass alle Dinger da angeweht werden. Sagt man das so? Keine Ahnung. Sorry. Ja, ja. Auf jeden Fall ziemlich interessant. Dann gucken wir mal, was wir jetzt hier so anstellen können. Wir müssen es jetzt hier auf jeden Fall drehen. Indem wir dagegen schießen oder auch dagegen hauen. Warte mal, ich nehme mal eine andere Waffe, weil die ist mir zu mächtig. Ja, sowas. Ah, okay, gut, jetzt verstehe ich das. Jetzt verstehe ich das. Wird das eben angeweht? Oder ange-Dings, ihr wisst schon. Ich denke mal, das ist schon gut so. So, das hier muss noch angeweht werden. Von diesen Teilen. Wie machen wir das denn am besten? Warte mal. Ich probiere jetzt mal diverse Sachen aus. Und ich denke, wenn wir dann das haben, dann hätten wir auch diesen Schrein geschafft, ne? Ist ja nicht so ein simples Rätsel. Gut. Gleich drei auf einmal. Wenn ich es richtig gesehen habe. Also könnten wir theoretisch das jetzt hier so drehen. Okay, gleich drei haben aufgehört, sich zu drehen. Das heißt, wir bewegen das wieder auf die ursprüngliche Position. Hä? Warte mal, war das so? Warte mal, nochmal drehen. So. Ihr seht, ich habe nicht mal den Zelda-Rahmen. Weil, keine Ahnung, ich finde die Rahmen irgendwie so ein bisschen irgendwie komisch. Ich habe jetzt einfach einen Schatten drüber gelegt. Ich hoffe, das geht für euch klar. So, das Ding ist, das muss jetzt nicht unbedingt hier hinwehen. Können wir in eine andere Richtung machen. Wie zum Beispiel diese hier. Jetzt fehlt uns noch 1, 2, 3 tatsächlich nur noch. Wie wollen wir das machen, Leute? Müssen wir irgendwie hier mit dem Stasis-Modul arbeiten? Oder nicht? Das werden wir gleich rausfinden. Wir haben auf jeden... Warte mal. Das muss nicht unbedingt nach da wehen. So. Dafür, aber das hier. Straight hier so. Damit hier alle drei im Start sind. War das schon? Wir haben das! Das war easy, Leute. Das war easy. Ihr könnt mir gar nichts sagen. Das war easy. Das war easy, Leute. Ohne Witz. Ich dachte, wir brauchen hier viel länger für. Aber das war tatsächlich easy. Aber war ein cooler Schrein. Schön auch mal sowas zu sehen. Ne? Gut, Leute. Dann sehen wir uns bei dem Schrein im Wald der Crocs wieder. Nice, Zeichen der Bewährung jetzt hier. Das dritte, wie ihr es seht. Okay, ihr seht's nicht, weil die Facecam das verdeckt. Aber glaubt mir ruhig. Leute, wir befinden uns im Wald der Crocs. Und wir machen jetzt hier den Schrein von dem Wald der Crocs. Ich denke mal, ich mache die Folge ein bisschen kürzer, damit die früh online kommt, weil die Folge kommt sowieso ein bisschen später heute. Sorry dafür. Also falls es euch stört, ich weiß gerade nicht, aber ich sag mal sorry für die es stört. Es steht in den Sternen. Kiyo-U-Schrein, okay. Das ist auf jeden Fall das Level im Wald der Crocs. Ich meine, der Schrein natürlich. Und wir lesen das erstmal durch. Uns das erstmal durch. Sieh zu den Sternen. Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Gut. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall zwei Kugeln, wie ich sehe. Ich habe das Gefühl, wir müssen irgendein Rätsel lösen. Irgendein Rätsel. Hier haben wir nochmal zwei. So direkt weiß ich jetzt nicht, was wir hier machen müssen, aber ich versuche jetzt mal hier mir einen Überblick zu verschaffen. Vielleicht jetzt mal gucken, ob jetzt hier irgendwo eine Truhe ist, möglicherweise. Aber wir lesen uns das nochmal durch, weil ich denke, das ist eigentlich alles, was uns jetzt hier an Informationen gegeben wird. Sieh zu den Sternen. Warte mal.
Das sind Sternbilder. Seht ihr das hier? Das sind Sternbilder, glaube ich. Und das hier auch alles. Kann das sein? Die Zahl der Sterne ist der Schlüssel zu deinem Schicksal. Die Zahl der was? Sterne? Ja, da sind 3 zum Beispiel. Hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Warte mal, das sind Konstruktionen. Die muss ich versuchen, hier nachzumachen, oder? Warte mal, ich mach das. Ich versuch das jetzt einfach mal. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich versuch das. Dann machen wir das so. Dann nehmen wir nochmal die Kugel von dort. Da waren noch 2. Hier? Nee, so, ne? Alter, ich hoffe, ich kapiere das gerade. Das war anscheinend nicht so. Warte mal, das geht ja nicht gerade irgendwie. Kann sein, dass es irgendwie so sein muss. Okay, ich kapiere das doch nicht. Ich kapiere das doch nicht, Leute. Ich kapiere das doch nicht. Aber irgendwie, warum bin ich gerade auf die Idee gekommen, dass das Sternbilder hier sind? Das da. Also da genau vor mir eben. Da muss es wohl an was anderem liegen. Warte mal. Das ist mega komisch. Vielleicht die Bilder, die da vorne sind oder so. Das muss ja irgendeinen Sinn haben hier. Das muss ja irgendeinen Sinn haben. Denn warum sonst sind da diese Dinger, ne? Hier. Oder ist es nur Dekoration? Ich kapiere das gerade irgendwie nicht. Kann auch sein, dass ich gerade komplett Schwachsinn erzählt habe. Oder eine dumme Theorie aufgestellt habe, wie das hier gehen könnte. Das kann natürlich auch sein. Obwohl, guck mal, hier sind so Zeichen, ne? Oder Säulen. Irgend so Säulen, aber die, wenn ich die abschieße, dann passiert safe nichts. Ja. Wie hieß nochmal die... Es steht in den Sternen. Ja, wo sind denn die Sterne? Ja, doch safe das hier, oder? Safe doch das hier, da. Also das hier. Oder ganz oben? Ne? Leute, ich denke, ich mache jetzt hier einen Cut. So, Leute, ich glaube, ich habe es verstanden. Also so wäre ich eigentlich, normal wäre ich, glaube ich, nicht auf die, Lösung gekommen. Ich habe jetzt eben mal nachgeschaut. Alter Schwede! Das ist jetzt hier auf jeden Fall so. Ihr seht da vorne an der Wand viele Konstellationen, viele Sternkonstellationen. Und zum Beispiel davon, von diesen drei Konstellationen gibt es zum Beispiel jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5. Und diese Anzahl, die muss man jetzt hier einfach abzählen. Hier ist zum Beispiel diese drei Konstellationen. Das ist hier die Reihe, die dazu gehört. Man muss eine Kugel dahin legen, wie viele Anzahl es halt gibt. Wie viele Anzahlen es halt von dieser Konstellation gibt, wenn ihr mich versteht. So, hier 1, 2, 3, 4, 5, also das letzte. Tun wir also hier hin. So, und wir haben nur 4 Kugeln und wir brauchen eigentlich nicht mehr als 4 Kugeln. Ich dachte eben, wir brauchen mehr als 4 Kugeln. So. Das ist eigentlich gar nicht mal so schwer. Das ist eigentlich mega easy. Ich bin gespannt, was wir für die Truhe machen müssen. Das ist eigentlich mega easy. Aber das wird irgendwie blöd erklärt. Also Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, das wird aber blöd erklärt. So, jetzt ist ja die Konstellation so eine... Okay. Das Ding ist, die können halt irgendwie auch anders... Also die können auch gedreht sein und so weiter, das ist das Ding. Durch den Schatten sehe ich auch sehr wenig. Da ist auf jeden Fall eine. Da sind 2.
Also hier. Eins. Zwei. Drei. Ich glaube, es sind drei. Also tun wir das jetzt hier ins dritte. Eins, zwei, drei. Das ist wirklich ein ziemlich cooles Spielchen, muss man sagen. Aber man muss erstmal drauf kommen. Das ist hier eigentlich voll die Sache. Mein Ansatz war kompletter Bullshit. Aber da muss man auch erstmal drauf kommen, irgendwie. Weil hier steht einfach Sterne. Aber damit sind die Konstellationen gemeint. Und es wurde einem nicht geklärt, dass das das ist, wo man sich dran orientieren muss, dass da vorne. Also ich finde das blöd. Und dass das jetzt hier ist, was gesucht ist überhaupt. Das wird einem überhaupt nicht gesagt. Wirklich blöd. Das ist jetzt hier so eine richtige Hardcore-Konstellation. Gucke ich eben mal. Ich muss zoomen. Mit dem Fernglas. Eins. Ich sehe nur eins. Kann das sein? Wir probieren einfach mal aus. Also jetzt hier in das erste. Wenn es einem mal erklärt werden würde, dann wäre es geil. Dann fände ich das auch cool. So, und jetzt diese längliche. Und hier gibt's schon ein paar, ne? Ich gucke einfach mal. Hier zum Beispiel eins. Zwei. Zwei? Wirklich? Ja, doch, kann sein, zwei. Also theoretisch hier, ne? Wir gucken mal, ob das jetzt stimmt. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich hoffe es, ich hoffe es. Please? Yes! Das ist so easy, Alter. Wenn man es versteht, dann ist es so easy. Gut, jetzt gehen wir weiter. Und jetzt gucke ich. Ja, Leute, jetzt gucke ich. Was man jetzt hier überhaupt für die Truhe tun muss und wo die überhaupt ist. Aha, hier sehen wir nochmal Konstellationen. Das ist jetzt hier für die Truhe oder was? Wo ist überhaupt die Truhe? Oh, hier ist sie. Was muss ich denn dafür machen? Gibt es hier noch eine Tafel? Gibt es jetzt hier noch eine Tafel? Das ist die Frage. Ich suche die eben mal. Wo ist die scheiß Tafel? Dahinter safe nicht. Das ist ein bisschen crazy gerade irgendwie. Kann ich von der anderen Seite irgendwie gucken? Nee, safe nicht, safe nicht. Oder irgendwie hier so? Oder gibt es keine zweite Tafel? Aber was muss man denn jetzt überhaupt... Jetzt sag mir nicht! Jetzt sag mir nicht, Alter! Man muss... Dass sich das jetzt hier mehr... Alter, steht... Okay, das ist jetzt schon ein bisschen, ja, ne? Aufwendiger für das Gehirn. Ich glaube, es ist so. Also gut, wir merken uns erstmal diese Teile. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das ist jetzt diesmal auch anders. Alter Schwede. Alter, bis man das erstmal gerafft hat, ne? Aber ich meine ja auch, ist ja der Schrein im Wald der Crocs. Ich meine ja auch, muss ja auch schon ein bisschen eine Herausforderung sein, ne? Diesmal vier. Das ist keine Ahnung. Legen wir eben mal hier so ab. Genauso wie alle anderen. Würde ich auch mal irgendwie ablegen. Ja, und dann hätten wir, glaube ich, diesen Schrein, Leute. Dann geht's im nächsten Part. Dann hätten wir unser 13. Herz. Ich werde es euch gleich auch nochmal reinschneiden, wie ich es hole. Das zweite war mit diesem, ne?
Mit diesem, das hier, ne? Gut. Eins. Zwei. Ich glaube zwei, Leute. Ich glaube zwei. Eigentlich ziemlich cool. Eigentlich ziemlich cool, Leute. Eigentlich ziemlich cool. Eigentlich ist es schon ziemlich cool. Zwei ist es also. Da vorne. Was war das dritte? Was war das dritte? Ah, diese Hardcore. Aber nicht diese längliche Hardcore-Konstellation. Wie ich das nenne, Alter. Nicht diese längliche Hardcore-Konstellation. Eins, zwei. Auch nur zwei, ne? Ja, wir merken uns gleich das gleich mal für das andere auch noch dazu. Oh, hätten wir von Anfang an machen müssen. Eins. Okay, zwei, eins jetzt noch. Hätten wir von Anfang an machen müssen, das wäre viel schneller gewesen. Es ist so warte mal. War es nicht auch schon eben 2-1? Ich weiß gerade nicht. Oder 1-2 war es. Aber jetzt ist es 2-1. Ich glaube, das war so. So, gib mir aber jetzt auch die Truhe. Ich hoffe, ich krieg die. Nice. Nice, 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 nice. Das sieht gut aus, das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Ja, aber mega cool. Coole Idee. Haben wir auch noch nicht gesehen, so in der Art. Jetzt will ich was Cooles hier drin haben. Krass. Das ist was Cooles tatsächlich. Das ist tatsächlich mal was Cooles. Was können wir wegschmeißen? Ich schmeiß leider das hier weg. Sorry, Dudes, aber das hier ist noch krasser. Wir haben ja noch unseren Bergspalter. Der ist ja so ähnlich wie der. Und diese Wache ist auch so ähnlich. Hier, seht ihr? Das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie das hier. Und das da auf dem Boden. Gut, Leute. Das war's. War ein cooler Schrein. Es wird euch gleich noch ein Ausschnitt reingekattet, wie ich mir das 13. Herz hole. Und dann war's das von diesem Part. Ja, dann machen wir im nächsten Part Walter Crocs. Vielleicht sogar schon Ganon. Aber eigentlich im übernächsten Part Ganon. Dann machen wir im nächsten Part, ja, gucken uns mal so ein Walter Crocs um, weil das habe ich noch nicht gemacht. So, das vierte Zeichen der Bewährung. Und ja, wir sehen uns dann bei irgendeiner Statue wieder. Oder, nein, nicht Statue. Bei irgendeinem, ah, wie heißt es? Ja, da, wo man beten kann halt, ne? Bis gleich. Leute, ich bin in Kakariko tatsächlich mal. Ich weiß gerade gar nicht, was ich mit meiner Hand gemacht habe. Ich wollte wahrscheinlich irgendeinen coolen Move machen, aber vergiss es. Du hast Herausforderung bestanden und Zeichen der Bewährung erhalten. Ich habe bitte Herzen. Möchtest du ein zusätzliches Herzcontainer? Ja. So sei es. Leute, das 13. Herz in The Legend of Zelda Breath of the Wild gehört uns. Und im nächsten Part ist das Master Sword dran, zusammen mit dem Walter Crocs. Und im übernächsten Part dann Ganon, würde ich mal sagen, ne? Also Leute, danke, dass ihr vorbeigeschaut habt, zugeschaut habt. Warum sage ich in letzter Zeit vorbeigeschaut? Sorry. Bringen den Frieden nach Hyrule zurück. Genau, immer gerne. Danke, dass ihr zugeschaut habt hier an dieser Stelle. Daumen hoch, nicht vergessen, kommentieren, abonnieren für mehr The Legend of Zelda Breath of the Wild und teilt auch mal das Video. Auf Wiedersehen.